Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Insight hier am Globusmarkt Jena-Iserstedt. Neben mir steht der Geschäftsleiter Herr Heder. Hallo Herr Heder. Hallo. Uns geht es heute um die Vielfalt der regionalen Produkte. Was macht den Globusmarkt besonders? Den Globusmarkt in Jena-Iserstedt macht besonders, dass wir insgesamt 57 Lieferanten aus Thüringen gelistet haben mit über 1700 Artikeln. Wir unterscheiden dort in dem Bereich zwischen Gutes von hier und eben Gutes aus Thüringen. Gutes von hier, der Unterschied ist, dass wir innerhalb eines Radius von 40 Kilometern unsere Lieferanten eben ausgewählt haben und die besonders hervorheben, aufgrund der Nachhaltigkeit, ne, der Transportwege, die geringer sind als solches, wollen aber auch die Thüringer Lieferanten darstellen. Und mit der Auswahl, die wir haben, möchten wir unseren Kunden in den nächsten Wochen das einfach mal zeigen und die Möglichkeiten über 30 Verkostungen hier am Standort, dass der Kunde einfach mal die Artikel probiert. Das ist also die Thüringer Woche, die demnächst ansteht. Das ist korrekt, ja. Dann schauen wir uns direkt mal die erste Station an der regionalen Produkte und gehen rüber zum Spargelstand und sind jetzt verabredet mit der diesjährigen Spargelkönigin. Wir befinden uns jetzt hier am Spargelstand mit frischem Spargel aus Herbstleben. Und neben mir steht die diesjährige Spargelkönigin Marie. Hallo Marie. Hallo. Wie wird man eigentlich Spargelkönigin? Das war eigentlich ganz zufällig. Meine Mutti hat mal in der Buchhaltung im Spargelhof Kurzleben gearbeitet. Und der Kontakt war einfach noch da zu den Leuten dort, zu den Angestellten. Und ja, im Gespräch, im Telefonat ist man einfach drauf gekommen. Was ist denn das Besondere an diesem Spargel? Wir haben ja sehr humusreiche und lehmreiche Böden, wohingegen andere Spargelgebiete eher sandige Böden haben. Und ja, das macht den Spargel einfach aus. Man schmeckt einfach das Besondere. Hast du denn ein Lieblingsgericht mit Spargel? Ich esse den Spargel am liebsten ganz klassisch mit Sauce Hollandaise. Oder eben auch zubereitet als Spargelsalat. Und vor noch nicht allzu langer Zeit, also vor ein paar Tagen, habe ich auch Spargelpizza ausprobiert und das hat mir auch sehr gut geschmeckt. An diesem Stand kann man ja nicht nur Spargel kaufen, es gibt auch eine kleine Besonderheit. Was hat es denn damit auf sich? Man kann den Spargel nach dem Kauf sofort mit der Spargelschälmaschine hier schälen lassen. Es wird von den Leuten sehr gut angenommen. Man nimmt den Spargel einfach mit nach Hause und kann ihn sofort zubereiten. Dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für das Interview. Natürlich gibt es nicht nur hier draußen den Spargel, sondern auch drinnen. Wir schauen uns direkt bei den anderen Agrarprodukten um, denn was passt besser zum klassischen Spargelgericht als Thüringer Kartoffeln? Jetzt stehe ich hier bei den Pfiffelbacher Kartoffeln gemeinsam mit Herrn Heder. Herr Heder, was gibt es denn hier Besonderes zu erzählen? Also hier gibt es eigentlich besonders zu erzählen, dass wir zeigen können, wie der Kunde vor Ort seine Artikel relativ schnell findet, die aus der Region kommen. Das haben wir hier gemacht mit dem Thema Gutes von hier. Das kann der Kunde dann relativ schnell erkennen. Beispielhaft an der Firma KLH, Pfiffelbacher Agrargesellschaft. Die unterschiedlichste Kartoffelsorten uns anbieten, seit 2010 beliefern sie uns. Hier haben wir zum Beispiel eine 2,5 Kilo Abpackung vom Pfiffelbach mehlig festkochend. Und hier kann der Kunde dann relativ schnell erkennen, wie er das Produkt verwenden kann. In der Form zum Beispiel für Püree, Klöße oder Eintöpfe als solches. Wir haben aber auch unterschiedlichste Sorten, zum Beispiel die rotfleischige, wo Pfiffelbach besonders stolz drauf ist. Das ist die Laura. Auf dem Etikett kann man das sehr schnell erkennen als solches. Ja, und das machen wir dem Kunden relativ einfach. Und das machen wir in Zusammenarbeit auch mit der Agrargesellschaft zusammen und versuchen das herzubekommen. Zu den gesetzlichen Bestimmungen, die wir sowieso einhalten müssen in der Etikettierung. Also einerseits vom Markt sehr, sehr gut ausgeschildert, leicht zu finden und andererseits auch vom Hersteller an jeden Geschmack gedacht. Ja. Haben Sie sich denn schon mal eine Produktion wirklich persönlich angeschaut? Ja, das habe ich gemacht und zwar im letzten Jahr mit meinem Bereichsleiter zusammen für den Lebensmittelbereich. Das machen wir grundsätzlich, dass wir uns Lieferanten aus der Region angucken. Hier beim Beispiel Pfiffelbach war es zum Beispiel so, dass ich so beeindruckt war von den Lagerhallen, die klimatisiert gewesen sind, die einzelnen Sorten, die Mengen, die dort gelagert worden sind, wie sie abpacken, das war einfach sehr beeindruckend. Das machen wir, um das Vertrauen auch zu den einzelnen Lieferanten zu haben und natürlich im persönlichen Gespräch mit unseren Kunden das auch erklären können und aufzeigen können. Sodass Sie also 100% wirklich hinter jedem Produkt hier stehen können. Richtig, genau das.
Wir befinden uns hier bei dem frischen Obst und Gemüse. Im Markt gibt es allerdings auch Konserven und da schauen wir jetzt mal hin. Angekommen bei den Konserven können Sie direkt Produkte aus Thüringen von der Firma Heinig sehen. Herr Häder, die Firma Heinig ist auch ein mittelständisches Unternehmen, genauso wie Globus. Unterstützen Sie extra solche Unternehmen? Ja, das machen wir, so wie mit der Firma Heinig, mit dem wir jetzt schon sehr, sehr lange arbeiten. Aber so auch die Lieferanten, die wir vorab schon gesehen haben, mit denen wir sehr lange Kontakt haben, sind wir aber auch kontinuierlich auf der Suche nach neuen Lieferanten oder auch trendigen Artikeln. Also wenn dort Firmen auch in der Region sind, ja, sind wir sehr dankbar dafür, wenn die sich bei uns melden. Wir gehen natürlich auch auf Lieferanten zu, wenn wir etwas finden und versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen und diese Artikel dann auch bei uns zu listen. Sie sind also immer offen für neue Partner? Definitiv, ja. Und hier nochmal der Aufruf, melden Sie sich bitte, wenn Sie etwas Besonderes haben, kommen Sie zu uns und lassen Sie uns miteinander reden. Die Firma Heinig hat eine große Auswahl. Was ist das Besondere? Die Firma Heinig ist, wie wir eben auch, mittelständisches Unternehmen als solches, hat hier im Sortiment über 80 Artikel, beispielhaft eben die Sandwich-Gurken, die sie mit drin haben, aber auch Cornichons, wie Sie erkennen können, Obstkonserven, Erdbeeren, Stachelbeeren und natürlich auch Brotaufstriche, die wir bei uns im Markt auch in den Regalen vorhanden haben. Gut erkennbar, immer wieder auch das Thema, ne, dass der Kunde nicht nur Gutes von hier, die Regionalität, die 40 Kilometer erkennt, sondern auch, was kommt aus Thüringen. Und das haben wir an den einzelnen Artikeln so gekennzeichnet, dass man das eben schnell erkennen kann, ne, eben Gutes aus Thüringen. Meistens auch nochmal zusätzlich mit einer Beschriftungstafel, wo auch etwas zu den einzelnen Lieferanten erklärt wird. Ja, und ansonsten stehen natürlich auch unsere Mitarbeiter vor Ort Rede und Antwort, wenn der Kunde mal hier Fragen hat. Also auch hier wieder für jeden Geschmack was dabei. Unweit unseres Standorts hier in Isarstedt befindet sich das Gönnertal und dort die Firma Gönnertaler Putenspezialitäten GmbH. Hierzu können Sie jetzt einen kleinen Film sehen. Frische Produkte aus heimischer Landwirtschaft, schmackhaft veredelt nach überlieferten Rezepturen. Eine Vielfalt an mageren Puten- und Geflügelprodukten, dazu natürliche Gaumenfreuden von Lamm und Wild. Die Angebotspalette ist genauso umfangreich und überzeugt durch Nachhaltigkeit. Seit mehr als 30 Jahren schon macht sich das beschauliche Gönnertal mit der Aufzucht von Puten einen Namen. Unter artgerechten Bedingungen liegen Pflege und Mast der Tiere vom ersten Tag an in den Händen erfahrener Mitarbeiter. Das Futtergetreide stammt zu großen Teilen aus dem eigenen Anbau. Ein regionaler Kreislauf, der Transparenz und Vertrauen schafft. Ebenfalls in eigener Aufzucht werden die Gänse der Gönnertal Agrar EG nach den ersten Lebenswochen Tag und Nacht auf der Weide gehalten. Lamm und Wildfleisch kauft man aus der benachbarten Schäferei und heimischen Revieren an. Zerlegt und verarbeitet es nach EU-Zulassung in den Produktionsräumen der Gönnertaler Putenspezialitäten GmbH. Die hauseigene Schlachtung des Geflügels unterliegt dabei, ebenso wie die täglich frische Herstellung der mehrfach ausgezeichneten Fleisch- und Wursterzeugnisse, einer ständigen Kontrolle, die zudem durch eine firmeninterne Qualitätsprüfung ergänzt wird. Anhaltende Zertifizierungen und immer neue Kreationen für die Produktpalette symbolisieren den hohen Qualitätsanspruch und machen das Unternehmen wettbewerbsfähig. Die Direktvermarktung erfolgt im Hofladen vor Ort, auf Wochenmärkten bis nach Nordthüringen und Sachsen-Anhalt und nicht zuletzt in den Ladengeschäften der Region, wo der Kunde fachkundig und individuell beraten wird. Gleich nebenan lädt ein Imbiss mit abwechslungsreichen Gerichten zum unmittelbaren Genuss der Gönnertaler Spezialitäten ein. Ein Partyservice mit Bewirtschaftung vor Ort und Außerhauslieferung rundet das Profil der Gönnertaler Putenspezialitäten GmbH ab und verankert den mehr als 70 Mitarbeiter starken Betrieb ein weiteres Stück mehr in der Region. So,
Solche leckeren Putenspezialitäten eignen sich natürlich, besonders jetzt im Sommer, sehr gut zum Grillen. Und was schmeckt natürlich besser zum Grillen als ein kühles Bier? Davon haben Sie auch sehr viele regionale Produkte. Ja, das ist korrekt. Und wir stehen hier direkt vor einem Produkt, mit dem wir auch, oder mit einem Lieferanten, mit dem wir sehr, sehr lange schon zusammenarbeiten. Knapp 26 Jahre direkt. Einer der ersten Lieferanten mit, die Apolda Vereinsbrauerei, die nur 9 Kilometer von hier selber produziert in der Brauerei. Ja, und sehr, sehr viele Produkte anbietet. Ja, das Unternehmen ist letztes Jahr 170 Jahre alt geworden und hat auch Produkte wie das Domi zum Beispiel, das jetzt 50 Jahre alt geworden ist, eine extra Retro-Etikettierung mit rausgebracht. Also wir haben, das kann man ja, wie man es hier auch, glaube ich, sieht, ja, sehr gut Apolda Brauerei mit einer der größten Lieferanten hier vor Ort, ne, für uns. Gibt es denn auch aktuell ein neues Produkt von Apolda? Ja, gibt es. Und zwar, da habe ich es gerade mal hier vorliegen, und zwar den Wanderburschen. Das ist ein naturtrübes Radler, eben auch in Thüringen produziert. Aber Apolda ist nicht die einzige Brauerei, die Sie hier vertreten. Das ist korrekt. Wir haben natürlich auch noch andere Lieferanten und hier haben wir natürlich auch das Thema Rosenpilz. Man nennt es auch wohl Rosi, ne? Kommt aus Ostthüringen, ja? Ein Produkt, das wir auch vorrätig haben. Dann schauen wir uns jetzt den Weg von Rosi aus Pößneck in einem kurzen Film an. Hallo, mein Name ist Rosi und ich gehöre zur angesehenen Familie der Rosenbrauerei Pößneck. Bei uns gibt es manchmal die verrücktesten Sachen zu erleben. Herrje, da habe ich ja noch mal ganz schön Glück gehabt. Wäre ja auch zu schade, wenn das mein letzter Umlauf gewesen wäre. Denn wisst ihr, so wie ihr Bierbürger eure Lebensabschnitte meistert, meistern wir unsere Umläufe. Die ältesten Roslinge unter uns schaffen bis zu 50 Umläufe. Ich selber stecke noch in den ersten. Sauber, durchgespült und geblitzdings werden wir auf Großes vorbereitet. Doch erst, wenn Tante Renate mit jedem Rosling zufrieden ist, steht unserem besonderen Moment der Seelenfüllung nichts mehr im Wege. Was für Bierbürger der Geburtstag, ist für uns Roslinge die Seelenfüllung. Bei der Seelenfüllung werden wir mit goldenem und köstlichem Rosenbier befüllt, gekrönt und schließlich eingekleidet. Onkel Sebastian ist immer der erste Bierbürger, der uns nach der Seelenfüllung unter die Lupe nimmt. Gibt er uns frei, geht ein Umlauf durch die Brauerei zu Ende. Munter, eingepackt und verladen, trete ich entschlossen meine Reise in die große, weite Welt an. Endlich angekommen. Jetzt heißt es nur noch Ausschau halten nach meinem Bierbürger. Die Magie eines jeden Roslings ist es, ihren auserwählten Bierbürger zu verzaubern. Haben wir uns einmal gefunden, passiert etwas Wundervolles. Ich beginne sofort, einen Teil meiner Seelenfüllung zu übertragen.
Denn ihr müsst wissen, mit den Erfüllungen meiner Aufgaben und Überraschungen komme ich meinem nächsten Umlauf immer näher. Ab jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Und am Ende zählt doch nur eins. Nach einem solchen Happy End bleiben wir bei den schönen Dingen des Lebens. Auch für das süße Wohl ist in Ihrem Markt gesorgt. Ja, genau. Und zwar mit der Firma Fieber. Ein Traditionsunternehmen, das schon sehr, sehr lange Bestand hat und über die Grenzen von Thüringen hinaus bekannt ist. Dann wird jetzt, denke ich, allen Naschkatzen beim folgenden Film das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wir sind jetzt durch den Kassenbereich durch und trotzdem wartet noch ein Highlight auf uns. Ihr neuestes Baby, wie Sie es nennen, eine Herzensangelegenheit für Sie? Ja, definitiv. Wir haben hier mit der Agrargenossenschaft Pfiffelbach gemeinsam das Projekt auf die Beine gestellt. Und hier haben wir die Möglichkeit mit der Milchtankstelle, dass der Kunde sich eine Flasche ziehen kann, kann sich dann täglich frisch angelieferte Milch zapfen und diese mit nach Hause nehmen. Und das ist für mich eben das Tolle, weil wir es gemeinsam gemacht haben hier und wir die erste Tankstelle in der Form in der Region mit Pfiffelbach auch sind. Das ist interessant. Und ich habe gehört, die Milch wird nicht homogenisiert, sondern nur pasteurisiert. Das ist korrekt. Sie wird also nur erhitzt, damit sie dementsprechend haltbar ist. Das Homogenisieren bedeutet im Endeffekt, dass die Milch, der Rahmenanteil zersprengt werden würde und dann würde der Rahmen nicht kommen. Das macht das Produkt so besonders. Also sie ist nicht homogenisiert worden.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen und würde jetzt Schluss machen. Gibt es noch irgendetwas, was Sie sagen möchten? Ja, würde ich ganz gerne. Und zwar würde ich unsere Kunden recht herzlich begrüßen, weil demnächst ja die Thüringer Woche stattfinden und hier mit 30 Verkostungsständen der Kunde nach Herzenslust schlemmen und probieren kann. Also kommen Sie vorbei, schauen Sie sich das an und genießen Sie Thüringer Produkte. Dann hoffe ich, wir konnten Sie neugierig machen auf Globus und die Vielfalt der regionalen Produkte. Und ich freue mich, Sie bei der nächsten Folge Inside wiederzusehen. Bis dahin, machen Sie es gut.